Kann die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen? Davon sind inzwischen viele im Westen überzeugt. Demonstrativ stärken die US-Minister Austin und Blinken mit ihrem Besuch in Kiew dem Land den Rücken. Und auch in Deutschland beginnt trotz Streit ein Umdenken, was Waffenlieferungen angeht. Dabei werden die Drohungen aus Moskau immer heftiger. Bei Auf den Punkt fragen wir deshalb: Krieg in der Ukraine. Bringen schwere Waffen für die Ukraine die Wende? Hallo und herzlich willkommen bei Auf den Punkt. Und das sind meine Gäste. Jessica Berlin, sie ist Visiting Fellow beim German Marshall Fund. Gustav Gressel vom European Council of Foreign Relations, ECFR. Und mein Kollege der Deutschen Welle, Nikita Jolkwer aus der russisch-ukrainischen Redaktion in Berlin. Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen bei Auf den Punkt. Wir haben es gesagt, immer mehr Experten sind inzwischen überzeugt, die Ukraine könne Russland besiegen. Teilen Sie diesen Optimismus, Herr Gressel? Die Ukraine hat die Chance, aus diesem Krieg als souveräner Staat hervorzugehen. Wie genau man jetzt Sieg definiert, ist natürlich Interpretationsfrage. Aber sie hat zumindest die Chance, diesen Krieg nicht zu verlieren. Bringen denn jetzt wirklich das, was erhofft wird und was auch erwartet wird, die schweren Waffen denn tatsächlich die Wende, Frau Berlin? Ist das in der Tat so, weil wir haben so oft darüber geredet, werden schwere Waffen das Kriegsszenario zugunsten der Ukraine ändern können? Ich glaube, von einer Wende zu sprechen, ist zu früh. Es geht eher um die Notwendigkeit dieser schweren Waffen. Klar ist, ohne schwere Waffen wird die Ukraine wahrscheinlich diesen Krieg nicht gewinnen können. Deshalb müssen wir sofort mit aller Kraft und aller raschen Mühe der Ukraine mit schweren Waffen unterstützen. Ich glaube, man muss beide Seiten oder beide Fragen verbinden. Also was Herr Gressel gesagt hat, wie definiert man den Sieg der Ukraine? Also was könnte für Russland und was könnte für die Ukraine als Sieg dastehen? Ich glaube, entscheidend sind jetzt die nächsten Tage bis zum 9. Mai. Bis zum 9. Mai muss Kreml irgendetwas vorzeigen, das Putin als einen Sieg darstellen kann. Deswegen glaube ich, diese jetzigen Tage sind sehr entscheidend. Auch für die Ukraine. Sie muss entsprechend auch beweisen, dass sie standhalten kann. Aber die Frage, was ist ein Sieg für die Ukraine und was ist ein Sieg oder ein Etappensieg für Moskau, das ist eine sehr schwierige Frage. Nikita, du bist im Hauptstadtstudio der Deutschen Welle tätig für die russisch-ukrainische Redaktion. Du erlebst die Bundespressekonferenzen sehr intensiv. Der Bundeskanzler steht offensichtlich ja unter Druck, also von allen Seiten, seitens der Opposition, seitens der Bündnispartner, Frau Berlin hat es schon angedeutet, aber auch aus den eigenen Reihen innerhalb der Koalition werden die Stimmen gegen ihn immer lauter, sage ich jetzt mal. Wie erklärst du dir das zögerliche Verhalten von Olaf Scholz? Das ist eine sehr lange Geschichte. Also, lass uns kurz machen. Okay, ich versuche es ganz kurz zu machen oder nur anzudeuten, was ich damit meine. Als Scholz zum Kanzler gewählt wurde, in einer der ersten Bundespressekonferenzen habe ich den Sprecher von Scholz gefragt, ob sich der Kanzler in der Tradition der Ostpolitik von Willy Brandt sieht. Heberstreit hat kurz nachgedacht und dann ganz einfach geantwortet, ja. Ich glaube, heute würde Scholz nicht mehr so ohne weiteres in die Tradition der Ostpolitik von Willy Brandt gehen. Dieses sich loslassen, dieses Loslassen von dem Übervater der Sozialdemokratie von Willy Brandt, das hat sehr, sehr lange bei ihm gedauert. Und ich glaube, das hat im Endeffekt dazu geführt, dass er auch seine Position geändert hat. Dazu haben wir auch Journalisten ein bisschen beigetragen, indem wir immer wieder nachgebohrt haben, was denn die deutsche Bundesregierung an Ukraine liefert. Das war immer so in der Bundespressekonferenz ein Ping-Pong-Spiel. Und so wie die Russen sagen, der Tropfen hüllt den Stein. Das hat auch dazu beigetragen. Mhm. Ja. Das ist leider genau das Problem. Die Ostpolitik von Willy Brandt ist inzwischen 50 Jahre alt.
Wie können wir eine heutige Außenpolitik und Sicherheitspolitik für Europa auf Thesen und Annahmen, die 50 Jahre alt sind, basieren? War die Zeit damals aber nicht eine etwas andere? Müssen wir heute auch die Regierungschefs respektive auch Putin in einem anderen Licht sehen, als sie damals die Regierungschefs Brezhnev und danach Andropow und so weiter? Wladimir Putins Russland ist nicht die Sowjetunion. Und was Putin gerade in der Ukraine treibt, das hätte die Sowjetunion in Europa nie gemacht. Man kann es vielleicht mit dem Angriff und dem Krieg in Afghanistan in den 80er Jahren vergleichen. Aber wenn der Kanzler immer noch in seinem Kopf denkt, ich halte mich an Willy Brandts Beispiel, es tut mir leid, aber die Zeit dafür ist vorbei. Du hast angesprochen Putin und Brezhnev. Der große Unterschied zwischen den Politikern im jetzigen Kreml und damals ist, dass die damaligen Politiker, Brezhnev, Khrushchev, alle die Andropow, bei all den Problemen, die die hatten, das war noch eine Generation, die den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, noch persönlich erlebt haben. Die haben gesehen, es ist kein Spaziergang, es ist keine Romantik. Ja? Das ist Blut und Dreck. Und die jetzige Politik in Moskau hat sich gebildet auf einer Kulturlandschaft, wo der Krieg verherrlicht wird. Es ist ein Abenteuer. Die ganze Filmindustrie der letzten 20 oder sogar 30 Jahren ist ja basiert auf, ja, der Krieg ist herrlich. Ja? Und diese Losung, die damals in der Sowjetunion noch galt, nie wieder Krieg, hat sich jetzt umgedreht. Die Losung heute gilt, wir können es wiederholen. Und das haben wir auch noch in der Vergangenheit sehr häufig gesehen. Ja, Putin, und die ganze, erinnern wir an Georgien und Tschetschenien und so weiter. Und die ganze Kulturlandschaft, wo Kinder in Uniform gekleidet werden, diese georgischen Bänder, die Leute anziehen oder an ihren Autos heften, die überhaupt nichts mit Militär zu tun haben, das ist auch die Folge einer sehr, sehr starken staatlichen Propaganda. Absolut. Herr Gressel, glauben Sie, dass die USA und auch die Bündnispartner eigentlich mit dem Vorgehen Deutschlands im Moment zufrieden sind, so wie es jetzt, wir reden über den Ist-Zustand, glauben Sie, dass da noch Kritik überhaupt gerechtfertigt ist oder müssen wir mit weiterer Kritik auf... Also Deutschland hat sehr lange gebraucht, um da reinzufinden. Die Kritik fußte ja auf zwei Dingen. Das eine ist, dass Deutschland nicht klar kommuniziert, wo es eigentlich steht, was es machen will. Dass es keine Führungsrolle übernimmt. Das hat man von Deutschland ein bisschen erwartet. Eine Führungsmacht sagt ja nicht nur hinterher, aber nachdem sozusagen alle anderen schon eine Entscheidung gefallen haben, ah ja, das machen wir jetzt auch, sondern die legt auf den Tisch, was sind die Probleme, wie steht die Sachlage, müssen wir jetzt machen, das ist unsere Rolle, wer geht mit. Das ist der Anspruch, den Deutschland ein bisschen an sich gestellt hat und das ist der Anspruch, mit dem viele auch an Deutschland gekommen sind, nach den vergangenen Krisen, Finanzkrise und so weiter. Die zweite Enttäuschung war die Energiepolitik. In der Griechenland-Krise hat Deutschland immer argumentiert, die Bankenkrise, die Schuldenkrise im Süden ist auch Teil von Missmanagement, von falschen Managemententscheidungen, von falschen politischen Entscheidungen. Und ihr müsst jetzt sozusagen ein bisschen Buße tun für diese falsche Politik und für diese falschen Managemententscheidungen. Jetzt argumentiert Deutschland, obwohl die deutsche Energiepolitik auf einer Kaskade von falschen Entscheidungen basiert, nö, das können wir unserem Volk nicht antun. Ja, was soll ein griechischer Premier zu so einer oder ein italienischer Premierminister zu so einer Argumentation sagen? Also die lachen ihn natürlich aus. Die Quittung bekommt jetzt natürlich Deutschland mit Grinsen zurück. Und das Dritte war natürlich die sozusagen diese schwere Waffendiskussion, die Gott sei Dank jetzt mal hoffentlich erledigt ist, ja, wo man einfach mit Argumenten gekommen ist, wo jeder gewusst hat, die stimmen so nicht. Ja. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir können den Panzer X nicht exportieren, weil es dafür keine Munition gibt oder die Munition nur in der Schweiz produziert wird und in Frankreich ein großer Rüstungskonzern, der jetzt mit Deutschland zusammen einen Panzer entwickelt, eigentlich die Munition am Fließband ausspuckt, dann denken sich die Franzosen, was? Und viele dieser Argumente haben sozusagen dazu geführt, dass man eigentlich sozusagen ein bisschen an Deutschland gezaudert hat. Wie gesagt, ich glaube, diese Rammstein-Konferenz, wenn wir auf diesen Krieg zurückschauen werden, wird sozusagen einen neuen Namen bekommen, weil es wirklich ein enorm wichtige Konferenz war in ihrer Ausrichtung und was sie gebracht hat. Und
Es sieht auch so aus, als ob jetzt sozusagen auch Deutschland ein bisschen seine Rolle gefunden hätte oder durch amerikanische Führung jetzt in der Rolle gelandet ist. Und das ist mal eine gute Sache. Und die Kritik ist auch schon am Abflauen. Also es gibt natürlich Leute, die finden immer Spaß dran, aber sie ist jetzt auch am Abflauen. Wir kommen noch mal gleich darauf zurück. Sie haben Ramschan erwähnt, Herr Gressel. Beim Treffen in Ramschan unterstrich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin noch einmal die Dringlichkeit, der Ukraine zu helfen. Lassen Sie uns kurz in das Statement reinhören. Die Ukraine ist überzeugt, dass sie gewinnen kann, und das tut jeder hier. Meine ukrainischen Freunde, wir wissen um die Last, die ihr alle tragt. Und wir wissen, und ihr solltet wissen, dass alle euch Rückendeckung geben. Wir sind hier, um das Arsenal der ukrainischen Demokratie zu stärken. Ja, wir haben gerade den US-amerikanischen Minister gehört. Ja, Frau Berlin, das Arsenal der ukrainischen Demokratie stärken. Was heißt das konkret? Das heißt Waffen liefern. Größere, schwerere Waffen. Die britische Verteidigungsministerin hat gestern von der Lieferung von Kampfjets erzählt. Darauf kommt es an. Es ist wirklich ein David- und Goliath-Kampf. Und David braucht mehr Steine. Wir sind jetzt in einer Notsituation, wie Sie erwähnt haben. Bis zum 9. Mai sucht Putin irgendwie einen Sieg, irgendwas, was er als Sieg erklären kann. Und bis dahin, es kommt wirklich auf jeden Tag darauf an. Und ich glaube und befürchte, das ist, was unsere Bundesregierung nicht verstanden hat, nicht internalisiert hat, dass wir jetzt im Kriegstempo agieren müssen und die Ukraine unterstützen müssen. Meinte aber Secretary Austin jetzt nicht nur das Ziel, die Demokratie in der Ukraine zu stärken, sondern auch die demokratischen Strukturen zu stärken? Es geht ja nicht nur um die Waffen, sondern es geht ja auch um eine demokratische Struktur, denke ich mir. Was meinen Sie? Eine demokratische Struktur? Also für die Unterstützung für die Ukraine, meinen Sie? Genau. Ja, also 40 Länder waren an dieser Konferenz, an diesem Treffen beteiligt. Das wird auch ein monatliches Treffen werden jetzt, sodass wir langfristig, wir als internationale Gemeinde, uns absprechen und auch schnell handeln danach. Also das soll wirklich ein laufendes Think-and-Do-Session, also Denken, Strategie, Planung und dann sofort handeln, liefern und machen. Und ich glaube, es ist wichtig, schon, dass wir demokratisch alles absprechen, aber nicht zu den Kosten der Ukraine und was sie brauchen. Denn wie wir das in Deutschland erlebt haben, zu viel sitzen, denken und zögern bringt auch nichts für den Sieg der Ukraine. Wir müssen den Ukrainern vor allem zuhören. Sie wissen, was sie brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Sie sagen es uns tagtäglich und wir müssen ihnen vor allem zuhören. Ich bin vielleicht ein bisschen pessimistisch in dieser Ansicht, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Was gestern Putin auch gesagt hat, mit diesem blitzartigen Antwort, falls sich da jemand einmischt. Man muss ja genau zuhören, was er sagt. Alle haben hier zitiert, laufendes Band, Putin droht mit Atomschlag, mit einem Blitzatomschlag. Dabei, wenn man Lavrov hat das aber so ähnlich. Ja, aber wenn man genau hinhört, man muss ja bei Putin sehr, sehr genau hinhören. Er hat sich selbst korrigiert bei dieser Aussage. Er hat zwar gesagt, ja, es kommt eine blitzartige Antwort, wenn sich jemand einmischt, aber dann hat er gedacht oder sich erinnert, dass er eigentlich was anderes sagen wollte und hat nachgelegt, wenn es eine strategische Gefahr für Russland darstellt. Also meiner Ansicht nach geht es jetzt nicht darum, die Ukraine so zu ertüchtigen, dass sie den Krieg gewinnen können, sondern die Geschichte von Rammstein. Kommen wir wieder zum Anfang. Rammstein was bedeutet für die Ukraine, Ziel, den Krieg zu gewinnen? Russische Truppen wieder rauszuholen? Es geht erstmal um ein Patt zu erzwingen, damit keine der beiden Seiten weiterkommen kann. Denn nur in dieser Situation, wenn weder Russland noch die Ukraine, die Ukraine haben ehrlich gesagt jetzt in absehbarer Zeit nicht die Option, Russland zu okkupieren. Zu zerschlagen oder zu, ja, also das ist nicht das alle einig, glaube ich. Ja. Okay. Also es geht darum, die ganzen schweren Waffen für die Ukraine führen dazu, dass irgendwann der Punkt erreicht wird, wo die Russen nicht weiterkommen. Und dann kann eine Friedensverhandlung beginnen. Und die kann sehr, sehr lange dauern.
Und je nachdem, was hinten rauskommt aus diesen Verhandlungen mit der Krim, mit der Ostukraine, dann kann man schon vielleicht die in 30 oder 40 Jahren bewerten, wer hat denn diesen Krieg dann gewonnen. Herr Grassel, ich zitiere, die USA wollen Russland militärisch schwächen, damit es kein Land mehr überfallen könne, sagte US-Verteidigungsminister Austin bei seinem Besuch in Kiew. Ist das ein realistisches Ziel? Ja, die russische Armee nimmt sehr schwere Verluste hin, vor allen Dingen an Personal. Wir gehen davon aus, es sind ja alles unbestätigte Angaben eigentlich. Aber, ja, das sind unbestätigte Angaben, die sozusagen zwischen den 25.000, die gestern aus einem Telefonat russischer Offiziere aufgetaucht sind, bis 15.000 sind, glaube ich, also die niedrigsten Schätzungen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass ein nicht unerheblicher Anteil dieser gefallenen Offiziere sind. Also ich habe bei Angriffen im Osten eine Zahl, die ist natürlich eine ukrainische Zahl, also ich sage nicht, dass die absolut ist, aber dass 20% der Toten auf russischer Seite Offiziere sind. Und Offiziere brauchen lange, um ausgebildet zu werden. Das ist nicht, Rekruten kann ich Panzerfahrer, Kanoniere, die Munition in eine Kanone stopfen, die kann ich schnell ausbilden und die kriege ich mit jeder Wehrpflichtaushebung, kriege ich da alle paar Monate wieder ein paar. Aber die Leute, die vom Fach dann viel verstehen, die wachsen nicht auf Bäume und die komme ich nicht nach. Und das wird ein Problem und das schwächt die russische Armee nachhaltig. Und das ist natürlich temporär und deshalb auch diese deutsche Sorge, ja, kann sozusagen, wird Russland gleich einen Krieg gegen die NATO weitermachen. Also wenn das so weitergeht in der Ukraine, Großteil der russischen Armee in der Ukraine gebunden ist, also parallel dazu können sie keinen Krieg gegen die NATO führen, aber auch konsekutiv wird es langsam schwierig, weil einfach die Verluste zu hoch sind. Das ist natürlich dann immer ein temporäres Phänomen. Also bei jemandem mit dem Ambitionsniveau von Putin und mit seinen Reden und mit seinem historischen Verständnis ist es immer eine Frage der Zeit, bis der wiederkommt. Ich hoffe nur, dass die Schwächung ein bisschen über seine Lebenserwartung hinausgeht und dass er da sozusagen dann ad personam zumindest nicht mehr die Zeit hat, was anderes anzustellen. Und das hat natürlich noch einen anderen Effekt. Je größer die Zahl der toten russischen Soldaten und Offiziere, desto größer auch die Zahl der Mütter und Väter, die eben sich Gedanken darüber machen, wozu diesen Krieg. Aber Nikita, ein Aufbegehren innerhalb Russlands ist ja kaum möglich. Die Opposition ist mundtot gemacht. Viele Menschen sind in die Gefängnisse gekommen. Sobald sie auch nur auf die Straße gegangen sind zu demonstrieren, ist sowas überhaupt möglich? Ja, können Soldaten? Wenn du Sportschuhe in blau-gelber Farbe trägst, giltst du schon als pro-ukrainischer Nationalist. Ja? Also, man kann Fingernägel jetzt in der falschen Farbe. Nein, ich meine, in Russland kann man nicht davon ausgehen, dass von unten so ein Druck entsteht, dass jetzt die Regierung zurücktritt, der Präsident zurücktritt. Das glaube ich nicht. Nein, die Russen, irgendwo habe ich diesen Satz gelesen, die sind nicht bereit, auf die Straße für ihre Freiheit zu gehen. Sie sind aber bereit, auf die Straße für die Wurst zu gehen. Und da muss man ein bisschen abwarten, bis die Sanktionen richtig durchschlagen, dass das Lebensstandard so zurückgeht, dass die Leute wirklich unzufrieden werden. Das kann aber noch Jahre dauern. Also wenn man jetzt Nordkorea sich anschaut, das Land lebt seit wie vielen Jahren unter Sanktionen und was ist, was passiert? Passiert gar nichts. Gar nichts. So, und da muss man auch davon ausgehen, dass auch in Russland von unten keine Revolution kommt. Mhm. Anders gesehen aber, die obere Schicht, die Eliten, die sind zunehmend unzufrieden. Das merkt man zum Beispiel an den Vizechef der Gazprombank, der jetzt in die Ukraine geflohen ist. Vizechef der Gazprombank. Ja. An mehreren toten Oligarchen, die aus da irgendwelchen gleich noch dubiosen genau, ja, darf ich da ganz kurz einhaken? Also in Deutschland gibt es ja auch ein bisschen ein falsches Verständnis, wie die Sowjetunion eigentlich zu gefallen ist. Ja, so nach dem Motto, wir haben Gorbatschow lange genug überzeugt, Demokrat zu werden und dann ging es irgendwie. So war es ja nicht. Es gab einen Militärputsch in Moskau und zumindest die Teile der Roten Armee, die in Moskau und um Moskau stationiert waren, haben sich den Putschisten nicht angeschlossen. Warum? Weil es vorher den Afghanistan-Krieg gab. Genau. Und weil sie gewusst haben, dass wenn diese Leute die Macht konsolidieren, dann gehen sie in einen Besatzungskrieg gegen die Solidarność-Regierung in Polen, dann gehen sie in einen Besatzungskrieg ins Baltikum und sie kamen gerade aus einem Besatzungskrieg, sie haben von dem die Schnauze voll. Und natürlich ist
zur Zeit des Afghanistan-Krieges niemand in der Sowjetunion auf die Straße gegangen oder am Roten Platz. Und der wäre genauso damals eingesperrt worden, wie sie heute eingesperrt werden. Aber es gab den Sicherheitskräften, also einem erhebliche Stütze des sowjetischen Regimes, einen Knacks, dass dieses Regime nichts Gutes für sie ist. Dass dieses Regime, wenn es die Chance auf Veränderung gibt, dass man die dann ergreift. Und ich glaube, dieser Krieg, so wie er verläuft, mit den hohen Toten an Offizieren, mit den großen Materialverlusten, mit dem Prestigeverlust, dass man die Armee vorführt, so schrecklich wie sie ist und so korrupt wie sie ist, dass wir da an dem Punkt schon genau dran sind. Ja. Die Frage, ich bin kein Prophet, ich weiß nicht, wann sich, wie es so ein Putsch und so eine Chance auf Veränderung gibt. Aber wenn sie jemand einleitet, ist die Chance, dass die Streitkräfte oder Teile der Streitkräfte mitmachen, da. Nikita, glaubst du das auch? Ist das möglich überhaupt? Der Unterschied jetzt, ist, wenn man Putin kennt? Wenn man Putin betrachtet, er hat wirklich es gekonnt geschafft, ein System um sich herum zu bauen, das praktisch die Geheimdienste sich gegenseitig misstrauen. Und es gibt keinen, zumindest es ist nicht abzusehen, dass es jemand in seinem Umfeld gibt, der sich trauen würde, gegen den Präsidenten anzustinken. Weil sofort, also die ganze Konkurrenz, das ist ein System. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie das der Josef Stalin seinerzeit aufgebaut hat, wo er wirklich eine absolute Kontrolle über die verschiedenen Geheimdienste hatte. Und wenn die Geheimdienste quasi gespalten sind, ja, und keiner sich traut, weil das Risiko zu groß ist, dann ist auch das System, was er, Putin, aufgebaut hat, ziemlich stabil. Glaubst du denn auch überhaupt, wenn wir dieses System jetzt betrachten, dass überhaupt eine Möglichkeit besteht, Putin seines Amtes zu entheben oder von seinem Stuhl wegzubekommen? Ehrlich gesagt nicht. Ich sehe diese Chance nicht. Frau Berlin? Ich auch nicht. Er kann keine Niederlage leiden. Also wenn er weiter in die Ecke gedrängt wird, ist das auch gefährlich für Europa. Klar. Und das Ziel muss sein, also wie Sie erwähnt haben, Aktionismus auf den Straßen in Russland wird nicht kommen. Damit können wir nicht rechnen. Aber Inaction, also nichts oder weniger tun von den Eliten, von den eigenen Soldaten und Offizieren, das kann der Ukraine helfen. Und genau deswegen ist es so wichtig für uns, also für die westliche Gemeinschaft von demokratischen Staaten, der Ukraine jetzt zu helfen, sodass sie mehr pushen können, sodass wir diesen Krieg immer schmerzhafter für Russland machen, sodass es ihnen klar wird, wir müssen irgendwie einen Ausgang finden und möglichst schnell, um ein bisschen Gesicht und vor allem ein bisschen was von unserer Wirtschaft noch zu retten. Mhm. Es ist kein, also Sieg wird nicht ausschauen wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder von wegen in 89 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir werden keinen Zusammenbruch der Russischen Föderation jetzt erleben. Also wenn du mich fragst, würde ich so eine Prognose wagen, dass wenn, ich komme zu meiner alten These zurück, wenn wir einen Patt erzwingen, also wenn der Westen einen Patt im Osten der Ukraine erzwingt, wo keine Seite weiterkommt, dann müssen einfach Verhandlungen anfangen. Ja. Und die Verhandlungen werden ja bestimmt sehr, sehr lange dauern. Und in dieser Zeit ist dann auch die Zeit von Putin vorbei. Einfach aus Altersgründen. Nach 5 Jahren ist er vielleicht bei seinem Krebs endlich gestorben. Er ist gesundheitlich angeschlagen, ja, das haben wir in der letzten Zeit gesehen. Und was dann passiert, das ist die große Unbekannte. Und da sehe ich eine Chance, dass innerhalb von diesen Verhandlungen, die viele, viele Jahre dauern werden, dass dann eine Lösung gefunden wird für die Krim, auch für die Osten der Ukraine. Frau Berlin hat es schon gesagt, Unterstützung auf jeden Fall ist ganz, ganz wichtig. Fakt ist, immer mehr Länder unterstützen mittlerweile die Ukraine mit militärischem Gerät. Nach offiziellen Angaben haben die USA in den ersten Kriegswochen gut 4 Milliarden Dollar bewilligt. Und es kommen immer neue Zusagen für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Vor allem auch aus dem kleinen Estland, aus Großbritannien und Frankreich, aber auch vielen anderen Ländern. Tschechien gehörte zu den ersten, die schon vor Beginn des Krieges Munition und Panzergranaten lieferten, in der Folge auch Panzer aus den eigenen Beständen. Genau das wollte Deutschland nicht. Keine schweren Waffen in Kriegsgebiete war zunächst die Position. Aber auch Deutschland hat inzwischen die Ausfuhr von Flugabwehrpanzern aus alten Beständen erlaubt. Insgesamt Rüstungslieferungen im Wert von knapp 200 Millionen Euro. Langfristig soll 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt werden. Außerdem ist ein sogenannter Ringtausch möglich.
Das heißt, dass wir diejenigen Partnerinnen und Partner unterstützen, die jetzt schnell Waffen aus sowjetischer Bauart liefern können. Und wir sichern dann den Ersatz entsprechend zu. Bekommt die Ukraine wirklich, was sie zu ihrer Verteidigung braucht? Eine Frage, die ich gleich an Frau Berlin weitergeben möchte. Bekommt die Ukraine wirklich die Waffen, die sie braucht? Selenskyj hat ja auch eine Liste schon mehrfach angesprochen und geschickt. Wie sieht die Situation im Moment aus? Too little, too late. Also zu wenig, zu spät bisher, leider. Better late than never. Besser spät als nie. Das stimmt auf jeden Fall. Je länger der Krieg zieht, desto schwieriger die Lage wird für die Ukraine, klar. Und deswegen, je länger wir zögern, und wenn ich wir sage, rede ich von Deutschland, je länger Deutschland zögert, wir sind das reichste Land in Europa. Und die Tatsache, dass Estland, Polen etc., kleinere Länder, die verstehen die Gefahr und sie haben relativ zu ihrem GDP viel mehr geleistet als wir. Hat es aber nicht, Herr Gressel, auch ein bisschen mit der deutschen Historie zu tun, dass auch vielleicht deswegen auch ein bisschen die Zurückhaltung seitens der Bundesregierung war? Ja. Oder ist das nur ein vorgeschobenes Argument? Ich glaube, die Historie ist, glaube ich, das falscheste Argument, weil die historische Verantwortung würde eigentlich gebieten, dass man so schnell, so viel und so plötzlich wie möglich, dass man schon vor dem Krieg angefangen hätte, hier Waffen zu liefern. Habecks Besuch damals in Mariupol, er hat ja schon genau gesehen, was da kommt und was da ist und was hätte gemacht werden müssen. Also das historische Argument, glaube ich, ist das unglaubwürdigste von allen. Das Gute sozusagen dieser ganzen Sache nach Rammstein, wir hatten vorher ein sozusagen Liefer, was du kannst und was du willst, Politik bei vielen Alliierten. Das heißt, jeder hat mal in seine eigene Waffenkammer geschaut, was kann ich liefern, was will ich liefern, habe ich einen politischen Konsens. Also Deutschland hat natürlich einen schwachen politischen Konsens gehabt und kam dementsprechend in die Kritik. Jetzt haben wir ein koordiniertes Vorgehen. Wir haben uns mal zusammengesetzt, war Reschnikow da, der ukrainische Verteidigungsminister. Die Ukraine braucht sofort das, mittelfristig das, weil die ukrainische Rüstungsindustrie ist zerschossen worden. Vor dem Krieg, die meisten Waffensysteme, die meisten Munition, die die Ukraine verwendet hat im Donbasskrieg, kam aus eigener Produktion oder zumindest aus eigener Wartung. Diese Betriebe sind jetzt meistens platt. Durch Luftangriffe, durch Raketenangriffe, Marschflugkörperangriffe. Also was brauche ich mittelfristig? Weil wenn die sozusagen die jetzige Munition verschossen ist, dann ist der Ofen aus und ich brauche dann, zwar nicht jetzt, aber in ein Monat, wenn der Krieg weitergeht, in zwei Monaten, wenn der Krieg weitergeht, dann diese Geräte. Und was brauche ich langfristig? Aber das ist den Alliierten soweit jetzt bewusst. Und das ist den Alliierten bewusst. Und jetzt hat man innerhalb der NATO überall geschaut, okay, was kannst du liefern? Wie lange sind deine Produktionszeiten? Wie lange braucht Firma X, um das herzurichten? Und so weiter. Und kann jetzt mal einen Plan verschneiden, was brauchen wir jetzt, in zwei Monaten, in sechs Monaten, in einem Jahr. Ja? Und liefern koordiniert. Der Krieg wird, man muss damit rechnen, dass der Krieg länger dauert als erwartet. Und also bei manchen Klassen ist es einfach so, da muss ich auch lange vorausdenken. Also Luftabwehrsysteme, Fliegerabwehrsysteme, die brauchen eine Zeit, bis die Leute eingeschult sind, bis sich die logistische Infrastruktur vor Ort geschafft hat. Das sind extrem komplexe Systeme, da sind Radarsysteme dabei, da geht es um die Flugkörper, die müssen gelagert werden, die müssen gewartet werden, die brauchen Prüfgeräte etc. Das geht nicht so, dass ich den in die Hand drücke, da schießt damit rum. Ja? Genau, und das muss ich dann mal rückwärts planen. Ich würde gerne auf die These doch widersprechen mit der geschichtlichen Verantwortung. Ich glaube, das hat eine sehr große Rolle gespielt. Warum? Vor allem bei der SPD, weil der deutsche Komplex der historischen Schuld ist so tief verwurzelt, vor allem bei der SPD, ja, dass das ganze Land, die ganze Sowjetunion, bei aller historischen Schuld der Deutschen, wurde auf irgendeine Weise auf Russland fixiert. Ja? Beispielhaft dafür ist der Bundespräsident. Steinmeier hat letztes Jahr zwei gröbste Fehler gemacht. Zum einen hat er noch, als es noch gar keinen Krieg gab, hat er für die Nord Stream 2 plädiert. Nicht so, wie er jetzt bei seiner Entschuldigung gesagt hat, wegen der Brücken und so, sondern er hat damals gesagt, wegen der historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber Russland. Und er meinte eigentlich die Sowjetunion. Das war ein Affront gegenüber der Ukraine. Die Ukraine war genauso Teil der Sowjetunion. Der zweite Fehler hat er begangen am 22. Juni 2021, als er eine sehr gute Rede gehalten hat zum Überfall der Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion, 22. Juni 1941. Aber er hat dafür gewählt,
das deutsch-russisches Museum in Berlin-Karlshorst. Mhm. Eine sehr gute Rede über die Gefangenen sozusagen, aber ein total falscher Ort. Mhm. Ja, das führte dazu, dass nicht nur der ukrainische Botschafter dort nicht erschien, sondern auch eine ganze Reihe von anderen Botschaftern der ehemaligen Sowjetrepubliken. Was ich damit sagen will, dieser Denkfehler, die deutsche Schuld gegenüber der Sowjetunion, aber aufgemünzt nur auf Russland, führte eben zu dieser zögerlichen Haltung in der Bundesregierung, was die Waffenlieferungen angeht. Sehen Sie das auch so, Frau Berlin? Nein, also zwei Sachen dazu. Erstens, wenn wir von der SPD reden und der Geschichte, die allerwichtigste Geschichte für mich ist die Geschichte der letzten 20 Jahre und die Russlandpolitik und Energiepolitik der SPD. Was wir jetzt aber die CDU an der Regierung jetzt in der GroKo und sowieso hinter den Kulissen zwischen Sigmar Gabriel, Steinmeier und sogar Scholz, der war auch eng in diesem höchsten Kreis damals der sogar SPD. Wir müssen erfahren, warum und was für eine Rolle diese Verbindungen, persönliche und geschäftlichen Verbindungen zu Russland und zu russischen Energiekonzernen, wie viel Einfluss dies jetzt auf unser Handeln in der Ukraine halten. Das ist die moderne Geschichte, die mich sehr interessiert. Mhm. Aber zweitens zum Punkt Erinnerungskultur. Ja, natürlich spielt die Erinnerungskultur und der Traumata des Zweiten Weltkriegs eine große Rolle in unserer Außen- und Sicherheitspolitik. Aber unsere Erinnerungskultur heißt nicht nur eine Verantwortung der Vergangenheit gegenüber. Es heißt nicht nur, Deutschland darf dies und das nicht tun, sondern es ist eine Verantwortung der Gegenwart und der Zukunft gegenüber. Wir müssen heute, genau aufgrund unserer Vergangenheit, für die Freiheit und die Demokratie und den Frieden in Europa kämpfen, opfern. Und wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, dann haben wir die Grundlagen für eine unfreie, undemokratische und nicht friedliche Europa aufgebaut. Und ja, das müssten Sie dem Bundeskanzler sagen. Das würde ich auch gerne tun. Darf ich da noch einen Zufinger? Also das Problem ist ja, Erinnerungskultur ist nicht immer wirkliches historisches Bewusstsein, sondern das ist so eine oberflächliches Labeling von historischem Bewusstsein. Und das spielt in Deutschland eine viel stärkere Rolle als wirkliche Auseinandersetzung mit der Geschichte. Wenn man sich zum Beispiel Putins Rede vom 21. Februar anschaut, wo er die gesamte Existenz anderer Völker in der Sowjetunion delegitimiert hat und sozusagen, ihr seid alle nur Funktionen sozusagen von Moskauer Politik. Man kann bei Carl Schmitt, bei seiner völkerrechtlichen Großraumordnung, das war die sozusagen die intellektuelle Idee, die zum Hitler-Stalin-Pakt geführt hat, die intellektuelle Rechtfertigung des Vormachtsanspruchs des Dritten Reichs, auch argumentiert über die Minderheitenfrage, nachlesen, wie genau sozusagen diese Gedanken rennen. Alles ist ganz Osteuropa ist eine Funktion deutscher Außenpolitik und vielleicht noch der russischen und wir zwei teilen uns das auf und eigentlich sind nur die Großhegemone. Und da müsste aus deutscher Sicht, ja, hätten damals schon die Alarmglocken, da hätten schon bei dieser ganzen imperialistischen Aufbereitung, der Gesichtsfälschung, der Ausblendung des Hitler-Stalin-Pakts, in welcher Zeit es war, da hätte eigentlich eine wirkliche Geschichtspolitik oder eine in der Geschichte begründete deutsche Außenpolitik schon längst Alarm schreien müssen, sagen, das geht nicht, und hätte auch die eigene Erinnerungskultur anpassen müssen, sagen, nö. Wenn Geschichte hier als Waffe benutzt wird, um anderen Völkern ihr Existenzrecht abzusprechen, dann ist Schluss mit gemeinsamer Erinnerung. Und da hat Deutschland viel zu spät und viel zu unbewusst sich auch instrumentalisieren lassen und zu spät den Kleinen. Ich glaube, ich würde ganz gerne von dem geschichtlichen Komplex wieder zurück zu unserer eigentlichen Thema kommen, nämlich den Waffenlieferungen an die Ukraine. Denn es wird sehr oft darüber gesprochen, ob die deutschen Hilfen soweit jetzt zugesagt sind. Die Verteidigungsministerin hat sich geäußert, auch in Ramstein hat sie sich noch mal dazu geäußert. Lieferungen werden jetzt folgen. Ist das ausreichend, wenn man jetzt Großbritannien und Frankreich vergleicht, was die bis jetzt an Lieferungen geleistet haben?
Noch nicht. Ich hoffe, es kommt weiter. Aber was sollte denn noch weiter kommen, Ihrer Meinung nach? Müssen wir jetzt wirklich einen Katalog abarbeiten zusätzlich noch? Oder muss Deutschland zusätzlich noch einen Katalog erarbeiten, um den dann für die Ukraine bereitstellen zu müssen? Ich glaube, ja. Also, wir hatten auch übrigens bereits einen Katalog. Und scheinbar wurde dies vom Kanzleramt deutlich reduziert. Die deutsche Rüstungsindustrie ist ausgerüstet. Also wir haben Waffen vorhanden. Es ist die Frage, was könnte bis wann geliefert werden? Welche Trainings sind noch notwendig? Das haben wir eigentlich schon vor Wochen und zum Teil aus Ukraine, von der ukrainischen Seite vor Monaten vorhanden. Und Olaf Scholz betont immer wieder, wir sollen also Deutschland wird keine Alleingänge machen. Mhm. Diese Vorstellung vom Alleingang Deutschlands ist völlig falsch. Ist also absurd, um ja, unser Alleingang im Moment ist die. Voilà. Okay. Ein Grund ist noch, dass die Bundesregierung sagt immer, ja, die können diese Leopardpanzer zum Beispiel nicht bedienen. Ja? Und da muss ich erinnern an ein Interview, das der Berater des ukrainischen Präsidenten im Morgenmagazin mal gegeben hat. Und auf die Frage, ja, was ist denn jetzt mit diesen Panzern? Er hatte gesagt, also die ukrainischen Panzerfahrer sind schon seit Jahren trainiert in Deutschland. Die nehmen teil, haben teilgenommen in Deutschland. Das heißt, das Argument zieht eigentlich gar nicht, zu sagen, Panzer irgendwie Workshops sind schon längst gemacht und so erste Plätze genommen. Ja? Und er hat gesagt, also nach 3 Tagen kann auch ein ukrainischer erfahrener Panzerfahrer auch ein Leopard bedienen. Lass uns ganz kurz noch mal auf die Ukraine als solche zurückkommen. Denn ungeachtet aller diplomatischen Bemühungen gehen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter. Russland konzentriert nämlich jetzt seine Angriffe inzwischen auf den Osten und den Süden des Landes. Mit massivem Truppeneinsatz versucht die russische Armee auf einer Länge von 500 Kilometern den Osten und Süden des Landes zu besetzen. Kurz vor dem Krieg hatte Putin die Separatistengebiete im ukrainischen Donbass, eine wichtige Industrieregion, für unabhängig erklärt. Nun will er dieses Gebiet erobern. Die Ukrainer leisten heftigen Widerstand. Das Gleiche gilt für die Hafenstadt Mariupol im Süden des Landes, ein zentraler Umschlagplatz zum Schwarzen Meer und in unmittelbarer Nähe der bereits von Russland annektierten Halbinsel Krim gelegen. Seit Wochen ist die Stadt umkämpft und weitgehend zerstört. Auch in Odessa, der wichtigsten Hafenstadt des Landes, sind Raketen eingeschlagen. Würde Putin Odessa und Mariupol erobern, wäre die Ukraine vom Schwarzen Meer abgeschnitten. Tatsächlich gibt es im ganzen Land immer wieder russische Angriffe, die die Infrastruktur zerstören und den Nachschub für das ukrainische Militär blockieren soll. Kann Putin seine strategischen Ziele erreichen? Ja, kann Putin seine strategischen Ziele erreichen, Nikita Jolkev? Ja, was sind seine strategischen Ziele? Das muss man erstmal definieren. Und wenn man jetzt den russischen Präsidenten beim Wort nimmt, als er diesen Krieg angefangen hat, beziehungsweise er sprach ja von einer Sonderoperation, militärischen Operation, ihm ging es damals um diese zwei Oblasti, Donetsk und Lugansk. Und zwar nicht in den Gebieten, der Separatistengebieten, sondern in den geografischen Komplettgebieten. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt sozusagen ein bisschen den Preis erhöht und erstmal auch den ganzen Süden versucht, dort also bis nach Odessa und nach Transnistrien zu gehen, dass die Ukraine wirklich vom Schwarzen Meer abgeschnitten wird. Vielleicht ist in seinem Plan auch das als Verhandlungsmasse gedacht, damit er in den Verhandlungen später mal, in den Friedensverhandlungen, da wieder zurückgehen kann, dafür aber den Donbass behalten kann. Das kann natürlich sein, aber keiner kann in seinen Kopf reinsehen. Und ich bezweifle, dass sein Kopf auch so ganz klar ist. Gustav Gressel, Ihre Einschätzung? Putin hat sich erst auf die Hauptstadt konzentriert, ist über Weißrussland einmarschiert und so weiter. Und jetzt verlagert sich das, wie wir im Einspieler gesehen haben, jetzt immer mehr an die an das Schwarze Meer, an die Küste. Ist das ein neues Ziel? Und glauben Sie, was Nikita Jolkwer sagt, dass das ein bisschen als Verhandlungsmasse für den Donbass zu tun haben könnte? Ich glaube, seine Ziele gingen weiter. Also auch seine Reden davor, er wollte die Ukraine eigentlich als Staat auslöschen.
die Eroberung der Hauptstadt, die Eliminierung. Eine Vereinnahmung der Ukraine. Eine Vereinnahmung der Ukraine, die Ukraine als Ganzes. Deshalb auch dieser starke Vorstoß auf Kiew. Das ist natürlich dann gescheitert an verschiedensten Problemen. Ich fürchte nur, es ist noch nicht politisch, es ist militärisch aufgegeben, Kiew zu erobern, und es ist noch nicht politisch aufgegeben, die Ukraine als solches zu schlagen. Nur das ukrainische Militär kann man leichter im Osten aufreiben, wo die Nachschublinien durch die Separatistengebiete führen, die Russland kontrolliert, wo man mehr Eisenbahnlinien hat, wo sozusagen das Terrain zum Teil auch bekannter ist, man kürzere Frontabschnitte hat, man ist jetzt nicht aufgeteilt von Weißrussland bis runter auf die Krim, wo man sozusagen, wo sich weniger Streitkräfte auf so viele Achsen aufteilen, dann kann man dann kein Schwergewicht mehr setzen. Also es macht militärischen Sinn, sich auf den Osten konzentrieren. Ich glaube auch nicht, dass die politischen Ziele Russlands, diese maximalen Ziele, schon gegessen sind. Man muss auch davon ausgehen, dass Putin selber noch nicht glaubt oder noch nicht weiß, wie schlecht es eigentlich um die russische Armee in diesem Krieg bestellt geht. Dass er da auch im Unklaren gelassen wird. Ja. Im Unklaren, beziehungsweise dass er erstens Reportagen, dass es nicht so gut geht, entweder nicht glaubt. Und das Zweite ist, dass er aus seinen Leuten das sozusagen präsentiert bekommt, was er gerne lesen würde und nicht, was er lesen sollte. Und das macht ihn wahrscheinlich optimistischer, als es sein sollte. Wir haben jetzt vieles gehört, wir haben viel diskutiert. Ich möchte gerne eine abschließende Frage noch einmal stellen. Die ursprüngliche Frage auch war, kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen, Nikita Jolkwe? Ja, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen, wenn man als Gewinn, als Sieg definiert eine politische Stabilität, also ein politisch stabiles Land mit einem vielleicht ausgeklammerten Problem der Krim. Krim, Donbass? Krim und Donbass, ja. Wenn das in die Zukunft quasi verschoben wird, dieses Problem, das, was eine Post-Putin-Ära sozusagen, genau, dass das gemacht wird. Was auch der ukrainische Präsident ja schon vorgeschlagen hat. Er hat einen Zeitrahmen von 50, glaube ich, Jahre genannt. Eine Perspektive, ein Horizont, wo man dieses Problem dann irgendwann lösen kann. Sehen Sie das auch so, Frau Berlin? Ja oder nein? Ja, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen, wenn wir ihnen helfen. Super. Herr Gressel, ja oder nein? Ich schließe mich dem an, ja. Das war Auf den Punkt für diese Woche. Vielen Dank an meine Gäste und vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn Sie mögen, bleiben Sie bei der Deutschen Welle.